Willkommen, willkommen zu Prime World mit mir Peter Bus von Creed.de und das hier ist ein kleiner Guide zu den Talenten. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Was sind Talente? Talente ist ein Begriff, der alles bezeichnet, was wir aus anderen Spielen als Gegenstände und Fertigkeiten kennen. Talente, wo bekommen wir die her? Talente bekommen wir einerseits aus Kämpfen. Also wenn wir irgendein Match erfolgreich oder nicht so erfolgreich abschließen, bekommen wir Talente. Andererseits bekommen wir die aus der Talent Forge. Alles zu der Talent Forge findet ihr in unserem Städteguide. Und teilweise auch als Belohnung für Quests wie dieser Halloween-Quest, für die man 10.000 Futter rausschmeißen muss, um das zu bekommen. So, Talente gibt es in verschiedensten Qualitätsstufen. Und das geht von Gelb bis Orange, wobei Orange gibt es in Nordamerika und in Europa noch nicht, das ist für die Russen vorbehalten im Augenblick. Wir haben Gelb, Grün, Blau und Lila und die korrespondieren auch alle mit den üblichen RPG-Qualitätsstufen. Diese spiegeln sich auch im Namen unseres Charakters wieder, der durch seine Einfärbungen ungefähr einen Überblick darüber gibt, wie stark unsere durchschnittliche Talentbesetzung ist. Und das sehen wir auch bei den Gegnern im Startbildschirm von jedem Match und können ungefähr einschätzen, mit was wir es da eigentlich zu tun haben. So, dann kommen wir mal erstmal auf die Unterscheidung von Talent und Talent. Wir haben nämlich einmal die Fertigkeiten eines Heldens, die jeder Held automatisch immer hat. Und das sind hier zum Beispiel im Falle von Fang, wären das diese alle, das sind, bis auf die Schuhe hier, ist das hier alles Fertigkeit vom Helden, plus das hier ist der Passiv. Jeder Held hat eine Passivfertigkeit und die wird hier unten angezeigt, immer unten rechts in der Zeile. Da kann man sich ansehen, was die Passivfertigkeit tut. Und es ist immer nützlich zu wissen, was ein Held eigentlich kann. So, das nächste, was wir wissen müssen, es gibt verschiedene Stufen bzw. Level von Talenten. Und die beziehen sich darauf, wie das dann im Kampf mit dem Level-Up funktioniert. Wir haben nur eine einzige Ressource und das ist Prime. Und Prime benutzen wir, um alles, was wir hier sehen, zu kaufen, inklusive der wenigen Gegenstände, die es im Shop, im Spiel selber dann doch noch gibt. Dort gibt es dann Tränke, eine Schriftrolle, die ein an freundliche Gebäude portet, Wards haben wir auch, also kleine Gegenstände, die Sichtradien aufwerfen, einen Trank, der uns Sicht auf den Gegner wirft, Geschwindigkeitstränke und Tränke, die uns aus gefährlichen Situationen raushelfen sollen und können. Allerdings gibt es dort kein einziges Gegenständele. Also man kann dort keine Schwerter kaufen, man kann dort nichts an Rüstung kaufen. Das alles passiert hier in den Talenten. Und über die Fertigkeiten haben wir schon gesprochen, die werden hier unten dann angezeigt. Die Sortierung ist jederzeit frei wählbar und die Leiste kann frei belegt werden in den Optionen, was die Tasten angeht. So, man hat hier immer diese Zeilen und wenn man im Spiel ist, hat man unten auf der linken Seite hat man so eine kleine Flasche und dort erscheinen immer wieder neue Talente drüber. Diese Talente werden automatisch vorgeschlagen und das hängt von der Reihenfolge ab, die man hier wählt. Und es geht mal von links nach rechts, so lange bis genug Prime ausgegeben worden ist, um die nächste Zeile freizuschalten und wieder von links nach rechts anfangen zu können. Es kann sein, dass man hin und wieder manuell lieber noch ein Talent aus einer Zeile vergibt, bevor man in die nächste fortschreitet. Darauf muss man dann im Kampf selber achten und wissen, ob das sinnvoll ist. Noch dazu ist es eventuell besser, die vorgegebene Sortierung der Eigenschaften bzw. der benutzbaren Fertigkeiten nochmal selber zu beeinflussen. Fang ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wenn man startet, dann ist dieser Beast Howl auf Stelle 1 und Lone Beast auf Stelle 2. Allerdings ist es so, dass Lone Beast mit dem ersten Upgrade einen unheimlichen Regenerationsboost auf die Leben bietet, was als Jungler ganz, ganz, ganz hervorragend und notwendig ist. Deshalb sollte das hier an erster Stelle stehen, damit man auch im Spiel nicht allzu oft in die Talente hineinschauen muss. Kleiner Tipp, der Talentbaum liegt auf der Taste T. Man muss nicht die ganze Zeit auf die Inkflasche klicken, um das aufzurufen. So, des Weiteren haben wir die Möglichkeit, unsere Talente zu upgraden. Das funktioniert so, indem man hier draufklickt, dann das Talent aussucht, was man upgraden möchte. Dann kommt dieser Bildschirm und der bietet uns die Möglichkeit, Talente aus dem Pool, den wir haben, darauf zu verwenden, das bestehende Talent abzugraden. Wenn wir mit der Maus hier oben drüber fahren,
wird uns angezeigt, in diesem Fall unglücklicherweise nicht das, was ich zeigen will, deswegen muss ich ein anderes Talent nehmen. So, wenn man hier oben drüber fährt, sieht man, was das Talent im Augenblick tut. Wenn man hier unten drüber fährt, sieht man, was die Upgrade-Stufe bringen würde an Werten. Das heißt, man kann auch ungefähr planen, ob sich das lohnt oder nicht so sehr. Die Talente werden selbstverständlich verbraucht, die man hier reinstopft. Also wenn ich das jetzt anwenden würde für einen Prime-Kristall, je höher die Qualität des zu upgradenden Talentes ist, desto mehr kostet es an Prime-Kristall. Dann verschwinden alle diese Talente und ich kann sie nicht mehr verwenden. Dafür gibt es ein paar Autoknöpfe, die im Augenblick irgendwie nicht so richtig gut funktionieren wollen bei mir. So, genau. Und man kann es automatisch füllen lassen, soweit wie vorhanden. Oder man wählt es dann selber aus. Man kann es entweder per Drag and Drop rüberziehen oder einfach einen Rechtsklick hier drüben drauf machen. Und dann wird es automatisch rübergeschoben. Und dann kann man upgraden. Man muss nicht sofort eine ganze Stufe upgraden. Wenn man einfach nur Platz schaffen will, kann man auch so reinstopfen, upgraden. Und gut ist. Wenn man nichts upgraden will, trotzdem Platz braucht, kann man die Talente auch für ein bisschen selber verkaufen. Es lohnt sich meiner Meinung nach aber nicht so sehr. Ein wichtiger Punkt, den es noch gibt bei den Talenten in Prime World, ist folgender. Jedes Talent wird einem Helden zugewiesen. Wenn man hier in den Tooltip reinschaut, steht immer in der allerletzten Zeile Not assigned to any hero yet. Es sei denn, ich habe es einem Helden zugewiesen. Und gerade bin ich etwas will. Ah, hier drüben habe ich gefiltert. So sieht's aus. Mal sehen, ob ich eins habe, was nur meinem Fang zugewiesen ist. Selbstverständlich nicht. So, Vorführeffekt hervorragend. Das sollte ich alles anwählen. Das hier sind die Filteroptionen, die ich jetzt gerade einfach mal so, ohne sie zu erklären, super demonstriere. Hier haben wir eins. Hier steht Assigned to Shadow. Dieses Talent könnte ich mir selber nicht geben, solange ich es nicht wieder unassigne, was mit diesem Knopf funktioniert. Und eine kleine Gebühr von 50 Silber am Anfang für die gelben kostet. Mit steigender Qualität werden die Kosten höher. Und es geht auch nur mit Silber bis zur Qualitätsstufe Ra, also blau, kostet dann 5000 Silber pro Talent. Die lilafarbenen epischen Talente können wir nur mit der Premium-Währung, und das kostet 25 Goldstücke, wieder entfernen. Das heißt, man sollte sich zumindest bei denen gut überlegen, welcher Held die bekommen soll. Und ich empfehle auch, sich erstmal ein bisschen durch die Helden durchzuspielen, zu sehen, welcher dem eigenen Spielstil hervorragend liegt. Und sich dann auf diesen Helden ein bisschen einzuschießen. So. Die Talentstufen erhöhen nicht jeden Effekt, muss man noch dazu sagen, wenn man upgradet. Hier zum Beispiel wird meine Geschwindigkeit zwar erhöht, aber durch ein Upgrade wird nur der Lebensbonus, den ich über dieses Talent bekomme, erhöht und nicht der Geschwindigkeitsbonus. Darauf muss man achten. Nicht alles wird deutlich verbessert. Ja, das war im Grunde genommen alles, was es zu den Talenten, den Eigenschaften und dem Shop in Prime World zu sagen gibt. Wenn noch Fragen bestehen, dann stellt sie mir in den Kommentaren. Und wenn es gefallen hat, ein Like da lassen. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, einfach abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.